Ja Leute, herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute geht es mal um das Thema Finanzen. Wir schnacken auch gar nicht lang rum. Wir springen direkt rein ins Thema. Ich habe jetzt die letzten 6 Monate alle meine Einnahmen und Ausgaben getrackt, konsequent wirklich jeden kleinsten Euro eingetragen. Und das habe ich jetzt in ich weiß noch nicht, wo ich es einblende, in diese Money Manager App eingetragen. Das hatte ich auch schon mal in Deutschland gemacht. Kann ich nur empfehlen. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich zeige euch heute erstmal die Gesamtausgaben und erzähle dann noch was zu den einzelnen Kategorien, was ich so ausgegeben habe. Und am Ende kommen dann noch meine Einnahmen, was glaube ich auch dann für die meisten das Interessanteste ist. Also Gesamtausgaben belaufen sich jetzt, also wirklich von Juni bis November, 6 Monate, 16.350 Dollar. Ich habe auch die Umrechnung in Euro schon immer dahinter geschrieben, aber ich werde den Euro jetzt nicht mehr mit dazu sagen. Und das ist ein monatlicher Durchschnitt von knapp 2.700 Dollar. Ich habe die Zahlen ein bisschen aufgerundet, damit man jetzt nicht noch die Nachkommastellen sieht und alles, ist sonst zu viel Zahlen. Es wird sowieso heute sehr zahlenlastig. Und nochmal zur Erklärung, also 100 Dollar sind 60 Euro, sprich man rechnet immer mit 0,6. Dementsprechend ergeben sich dann die Zahlen. Ja, das Essen war hier die größte Kategorie. Da muss man auch dazu sagen, dass ich teilweise Haushaltsgegenstände, sowas wie, ich sag mal, Zahnpasta oder so, auch manchmal mit da reingebucht habe, weil wenn ich jetzt einen großen Einkauf gemacht habe und es waren 40, 50 Dollar, da habe ich nicht immer alles separat gebucht. Das heißt, der Realwert ist ein bisschen niedriger, aber es ist trotzdem relativ akkurat. Und hier ein monatlicher Durchschnitt von 466 Euro. Das kann man noch weiter runterbringen. Ja, ich habe nicht immer viel gekocht. Deswegen, wenn man viel essen geht, dann schnellt das natürlich absolut in die Höhe. Zumal das Essen hier trotzdem teurer ist. Wobei ich sagen muss, jetzt die letzten Wochen tue ich extrem viel kochen. Und dann kann man schon ziemlich billig kommen. Also wenn man jetzt so Reis mit Hühnchen und ein bisschen Brokkoli oder so, dann bist du auch echt billig dabei. Also es kommt drauf an, wie man das handelt. Dann das Hostel ist natürlich auch ein Riesenfaktor. Da muss ich sagen, da habe ich richtig Glück gehabt. Okay, ich hatte ja einen Job, wo ich auch Unterkunft gestellt bekommen hatte für knapp 3 Monate. Deswegen fällt es hier auf jeden Fall niedriger aus wie bei den meisten, würde ich schätzen. Wir haben hier 4.000 Dollar fürs Hostel, im Schnitt 410 Euro Wohnen im Monat. Das ist sogar ziemlich gut, wenn ich so drüber nachdenke. Natürlich, du sharest ein Room mit anderen, du hast keinen eigenen Raum, kein eigenes Bett und also ein eigenes Bett schon natürlich, ne, ist klar. Aber kein eigenes Bad und so. Aber ich finde 410 Euro ist voll akzeptabel. In Perth habe ich ungefähr so 30 Dollar die Nacht gezahlt in der Winterzeit. Und hier in Melbourne so um die 50 Dollar, ein bisschen aufwärts. Und wie gesagt, ich habe lange auf Phillip Island gewohnt mit der Firma und da habe ich dann gar nichts gezahlt. Das war dann schon ziemlich nice. Dann Thema Versicherung. Das sieht jetzt hier vielleicht erstmal viel aus mit 2.000 Dollar. Ich habe noch deutsche Versicherung laufen, ein bisschen was, also nicht viel. Und jetzt im November kamen die Jahresbeträge schon für ein Jahr voraus. Das heißt, das ist jetzt hier extrem viel, aber ich habe jetzt quasi auch wieder ein Jahr Ruhe mit meinen Versicherungen, also meine Auslandskrankenversicherung und meinen Rechtsschutz. Dementsprechend habe ich jetzt hier auch den Durchschnittswert weggelassen, weil das würde komplett verfälscht rüberkommen. Genau. Dann Transport und Taxi ist, denke ich, selbsterklärend. Da ging rein mein Flug nach Melbourne. Dann, wenn ich mir Taxis oder Uber nehmen musste, um irgendwo hinzukommen, natürlich hier die öffentlichen Verkehrsmittel in Perth, in Melbourne. So kommen wir hier auf 1.200 Dollar, im Schnitt 120 Euro. Ich glaube, wenn man sich ein Auto hier kauft, dann kommt man auch aufs Gleiche raus, ne, mit Spritkosten und vielleicht mal Reparaturkosten. Deswegen ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Thema Activities natürlich, was habe ich alles mit Freunden gemacht, Ausflüge, Essen gehen, ein bisschen Party, das habe ich da in der Regel alles reingebucht. Ja, 1.000 Dollar geht auch fit, denke ich. Dann Kleidung ist hier mit fast 1.000 Dollar ziemlich viel, aber ich muss dazu sagen, ich habe halt hier auch meine Arbeitskleidung kaufen müssen, sprich Safety Boots, die High-Vis-Kleidung, also ganze Sicherheitskleidung. Und ich habe jetzt nach meinem Job
Auf der Insel habe ich noch mal ein paar Sachen neu gekauft, weil die wirklich Schrott waren. Ja, die waren so abgenutzt, besonders die Schuhe habe ich halt noch mal ein bisschen rein investiert. Und weil ich im Winter, hier im australischen Winter, doch mehr gefroren hatte, als ich dachte, musste ich mir auch nochmal 2, 3 Pullis kaufen. Und einen musste ich tatsächlich schon zurücklassen in einem Hostel, weil ich einfach keinen Platz hatte. Tatsächlich, so ist es halt als Leben. Als Backpacker muss man wirklich schauen, was man mitnimmt. Dann haben wir noch Tickets. Also Tickets waren die Sachen, die ich, also Gabelstaplerführerschein und noch ein paar andere Tickets. Tickets sind für den Job, sowas wie Sicherheitsbelehrung oder dass du eine bestimmte Arbeit ausführen darfst, zum Beispiel Gerüstbauer. Ja. Und da hatte ich 2 Tickets gebucht, nämlich den Gabelstapler-Führerschein. Den habe ich auch gemacht, habe ich auch bestanden. Und dann hatte ich noch andere Tickets gemacht, die sind für die Mine gewesen. Die musste ich dann aber, also ich konnte das nicht antreten, weil ich dann den Job hier in Melbourne bekommen hatte und ich sofort her musste. Da ist mir ein bisschen was durch die Finger gegangen, deswegen $860 ist eigentlich viel. Davon konnte ich nur die Hälfte quasi nutzen. Da ist der Durchschnittswert eigentlich auch wurscht. Da weiß ich gar nicht, warum ich den jetzt reingenommen habe. Und der Rest sollte klar sein. Homestar war einfach sowas wie Zahnpasta, Duschsachen, eine neue Nagelschere, Zeugs, so ein Kram. Sonstiges, ja, einfach Sonstiges. Und YouTube halt mein Premium-Abo. Und nach, wenn ich mal irgendwas auf Webseiten gekauft habe, designtechnisch oder sowas in die Richtung. Und dann gibt es noch ein paar Kleinkram-Sachen, die habe ich jetzt hier gar nicht aufgeführt, weil es nur noch so 50 und 40 Dollar Sachen waren. Die sind, glaube ich, eher unwichtig. Gut, dann kommen wir jetzt mal noch zum wahrscheinlichsten, interessantesten Punkt für viele. Was habe ich hier verdient? Ja, als Backpacker mit 15% Steuern sei dazu gesagt. Also das setzt sich einmal zusammen aus meinem Gehalt. Einmal aus Travel Allowance. Travel Allowance habe ich nur bei meinem Arbeitgeber hier in Melbourne bekommen. Und das ist einfach sowas wie Essensgeld, Reisegeld, wie wenn man auf Montage ist. Ich habe hier in Melbourne $30 verdient, die Stunde in meinem Job. Und in Perth habe ich $35 verdient. Die Travel Allowance waren so in der Höhe von 70 bis 100 Dollar. Das wurde am Ende ein bisschen mehr, was auch natürlich dann geschenktes Geld ist. Also insgesamt habe ich hier verdient in den 6 Monaten $28.200 und davon sind $4.300 die Travel Allowance. Das ist dann ein Monatsschnitt mit den Travel Allowance von $4.700, was ungefähr 3.000 Euro entspricht. Ist also, denke ich, ganz gut. Wenn man dann meine Gesamtausgaben von den Einnahmen abzieht, kommen wir auf ein Plus von knapp $12.000. Das entspricht ungefähr 7.000 Euro. Heißt, ich habe im Schnitt ungefähr 1.000 Euro pro Monat wegsparen können. Jetzt muss man aber dazu sagen, okay, ich habe fast 3 Monate keine Hostelkosten gehabt. Das ist ein geiles Wort, ne? Hostelkosten. Und ich habe die Travel Allowance bekommen. Und wenn du jetzt sagst, okay, die 4.000 Euro Travel Allowance hätte ich nicht bekommen und ich hätte noch knapp $1.000 pro Monat in das Hostel setzen müssen, dann hätte ich $7.000 weniger jetzt gehabt. Da spielt natürlich auch immer ein bisschen eine Rolle, hat man Glück mit einem Job, hat man einen Job mit freier Unterkunft. Das ist der absolute Gamechanger. Wenn ihr Backpacker seid und ihr wollt viel Geld wegsparen, müsst ihr euch solche Jobs suchen, wo ihr entweder freies Essen habt und freie Unterkunft oder nur freie Unterkunft, ist dann absolut Baba. Nee, also das mit dem Baba, das muss ich rausschneiden, ne? Weil das ist... Wenn ihr Backpacker seid, könnt ihr gerne mal eure Erfahrung reinschreiben oder ihr könnt eure Meinung schreiben, was ihr gedacht habt, was man hier so verdienen kann. Es gibt natürlich Jobs, wo man viel mehr verdient wie in der Mine. Gerade wenn du jetzt auch eine Ausbildung hast als Handwerker, dann kannst du hier mal als Elektriker oder keine Ahnung, irgendein Handwerkerjob, da kannst du 60, 70 Dollar die Stunde verdienen. Ganz easy. Habe ich einige kennengelernt. Und ihr könnt auch mal gerne reinschreiben, was ihr so für Essen ausgibt, auch vielleicht für die Leute in Deutschland, weil ich glaube, 450 Euro ist, ich kann es gar nicht einschätzen, ehrlich gesagt, ob das jetzt viel ist im Vergleich zu Deutschland aktuell. Aber das war's mit dem Video. Ich hoffe, die Zahlen waren interessant für euch und ihr konntet vielleicht hier und da was mitnehmen. Trackt auf jeden Fall in der Money Manager App. Ist ziemlich nice zu sehen, wo man auch mal vielleicht zu viel Geld ausgibt und dann kann man es anpassen. Ich sag, Schmidi bleibt on Tour und wir sehen uns im nächsten Video.